Es kann fliegen. Ja. Das ist schlecht. Hieten Ranke oder hab mich zugelesen? Ja, wieso greift das eigentlich schon Yardas an, obwohl das doch. Ach, was soll's. Das sieht so toll aus, wenn es fliegt. Ja, das hat man verkauft, war damals viel zu leise, aber gut. Noctusker, ja. Das sind nicht irgendwelche Giftstacheln. Theoretisch quasi irgendwie, aber auch nicht. Matschbombe. Auch auf Noctusker, ja. Ui. Gar nicht mal so wenig. Ich glaube, wir könnten Noctusker sogar loswerden, oder? Ja! Jetzt ist nur die Frage, auf wen Tropius zielt. Also, wenn es so geht wie Noctusker, dürfte das Ariados treffen. Was blöd wäre. Okay. Egal, haben wir noch zwei Beleber. Ja. Jo. Ja. Next. Weil das irgendeinem Grund anscheinend die rechte Position gespeichert wurde, nachdem. Naja, egal. Ist ja, wie du vermutest hast, sowieso das Ende. Wahrscheinlich, ja. Danach werden wir hoffentlich geheilt. Vilia ist Pflanze Gestein, das ist ein bisschen unpraktisch. Och komm! Och komm! Ja, Antikkraft. Wie gesagt, Pflanze Gestein. Auf den wieder zu beleben. Bis wir einen von denen down haben. So, mit Flügelschlag machst du bei Wheelie einen normalen Schaden, wenn überhaupt. Dürfte normalen Schaden geben, theoretisch, ja. Mit Aquavelle allerdings. Nimm Blubstrahl auf Wheelie, das dürfte am meisten Schaden machen. Okay. Theoretisch. Wenn das auch normalen Schaden ergibt, was nee, es tut. Mal. Wir werden sterben. Ja. Yeah. Bam. Das macht wenig Schaden. Ja, das ist eben eine Flugattacke gegen ein Wasserflug-Pokémon, ne? Hm. Und das ist eine Steinattacke gegen ein Flug-Pokémon. Eine nebenbei verdammt krasse Steinattacke. Schwur. Die nebenbei auch jeden einzelnen Wert steigern kann mit etwas Glück. Weißt du, Vili oder diesmal Tropius? Du weißt schon, dass du die Runde nicht überlebst, wenn du jetzt nichts tust, ne? Ich werde den ganzen Kampf nicht überleben, ich habe nur drei Pokémon vor mir. Das werden eigentlich auch alle drei Pflanzen sein werden. Du hast eigentlich nur noch neben den beiden ein Pokémon vor dir. Ja. Eben, insgesamt drei. Wie war das von wegen, wir brauchen kein Feuer-Pokémon? Habe ich nie gesagt. Im letzten Kampf hast du gemeint, dass es wenig bringt, ein Feuer-Pokémon zu haben. Nein, bin ich daran erinnern. Echt nicht. Das hast du gesagt, weil wir gegen Feuer-Pokémon gekämpft haben. Ja, in dem speziellen Kampf war das. Ja, und siehst du, da wird wieder Wert gesteigert. Jo. Wo ist die Surrender-Option? Nein, wir surrendern nicht. Wir machen das bis zum Ende. Vielleicht landen wir irgendeinen Übercrit und stürzen dann mit dem Turm. Genau. Die Frage ist eher... Laden wir den Safe mehr oder spielen wir jetzt ohne Beleber weiter? Beziehungsweise... Obwohl, Beleber kann man nachkaufen, ne? Ja. Ich lade den Safe neu, ganz ehrlich. Ist ja nichts passiert, außer dass ich getestet habe und... Wir haben einige Level gekriegt. Ja. Gut. Also gehen wir erstmal shoppen. Oder nicht? Kommt auf, wie weit der Weg ist. Wenn der Weg recht weit ist, dann nicht. Ja klar, ist der Weg weit, den Turm runter, aus dem Turm raus, also... Ja, lassen wir das. Nein, lassen wir nicht. Wir gehen jetzt shoppen und erzählen währenddessen. Ich habe aber nichts mehr zu reden.
Jetzt schon. So wenig Ausdauer. Nee, ich... Das hat mit Ausdauer nichts zu tun, Junge. Wandern? Gesprächsstoff. Ja, gut. Was gibt's noch zu erzählen? Ach so, das nächste Projekt, ja. Würde mich aber auch interessieren. Gale of Darkness? Dachte ich, hätte ich dir erzählt, dass ich das so grob vorhätte, weil wegen Kontinuität und so. Also praktisch für die Nicht-Englischsprachler Pokémon XD, der dunkle Sturm. Eben. Das habe ich nämlich vorgesehen, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Vor allem Kontinuität. Mhm. Den vorherigen Teil nachher spielen. Kam XD wirklich vor Kolosseum? Glaub irgendwie schon. Mal von dem Design, das die Queen hatte, sage ich nein. Warum ich die Queen im XD-Stil angesehen habe, das ist eine lange Geschichte. Sagen wir es mal ganz verkürzt so, mir ist dann der Thumbnail von der Playlist von Colosseum ein bisschen was auf die Nerven gegangen, weil man nur hier Vegos Pedogrinse gesehen hat, als er sich den Krallapparat geholt hat. Die Krallmaschine. Deswegen habe ich jetzt diesen neuen Thumbnail gewählt, der wahrscheinlich auch bis zum Ende aller Tage ausgewählt sein wird. Und mir überlegt, ob ich nicht vielleicht so ein paar nette Gegner nochmal links, rechts mit reinpacke. Unter anderem eben die Queen und Shakira. Hm? Ich google das jetzt. Gale of Darkness, wann das rausgekommen ist? Okay. Du kannst auch gleich mal einen Weg googeln, weil ich mich hier total verlaufen werde, auch was, glaube ich. Ja, ich habe das ja gerade nicht offen, das ist blöde. Okay, es ist doch danach. Ich hab also wirklich im Kopf gehabt, dass das XD vor Colosseum gewesen wäre. Es spielt quasi sogar 5 Jahre danach. Okay. Gut zu wissen. Nein, hier will ich glaube ich nicht runter. Was machst du? Mich versuchen, in Orkus direkt zu finden. Raus da, hoch wieder. Hoch, okay. Ich habe keine Ahnung, ich bin bisher Ewigkeiten nur bis zum Kolosseum hier gelaufen. Du willst einkaufen, also raus hier. Ja. Runter. Weil ich überlegt habe, ob ich nicht vielleicht doch ein bisschen was Grünzeug kaufe. Beim Zurückgehen. Das ist auch eine Möglichkeit, ja. Also, Cordax, du sagst ja, die Pokémon können mich danach nicht leiden, können die sowieso nicht. Ja, falsche Richtung übrigens. Habe ich gemerkt. Da ist der Shop. Eben. Hallo. Ganz viele TMs. Ach, und es steht natürlich nicht bei, was für eine TM es ist. Das war damals oft so, ja. Sag mal, so 4. Oh. Warum habe ich eigentlich keine 77.000 mehr? Weil man beim Verlieren gegen Gegner auch Geld verliert. Genau wie diese auch Geld verlieren, wenn du sie verlieren. Du musst nämlich Geld abtreten. Ja, aber 33.000? Der Turm gehört deinem Erzfeind. Okay. Warte mal, ich könnte dir wahrscheinlich sogar sagen, was WTMs das sind, wenn du drüber hast. Stärke dieser Attacke hängt von mir bei den Pokémon ab, das dürfte Kraftreserve sein, theoretisch. Okay, braucht man nicht. Das dürfte Blizzard sein, das müsste Blizzard sein, ja. Hyperstrahl? Hyperstrahl, okay. Das ist entweder Lichtschild oder eine dieser Attacken, die so ähnlich klingen. Schutzschild. Antikraft? Mystische Macht, okay. Verhindert Statusveränderung. Das dürfte Bodyguard sein. Ah, okay. Ja, Donnerschlag. Hat ja, wieder man das nicht schon mal? Das ist jetzt Lichtschild.
Das ist Feuersturm. Okay. Irgendwas, was man davon haben wollen würde. Feuersturm würde ich haben wollen, aber ich weiß nicht, ob das einer unserer Pokémon lernen kann. Das bezweifle ich nämlich stark. Weil das wäre super im Endkampf jetzt. Ich nehme es mal mit. Ansonsten kann man es für einen halben Preis wieder verkaufen. Jo. Ja, wir haben nur noch $280. Nein. 28. Oder 280, 280. Ja. Achso, 2 und habe ich verstanden, okay. Supertrank, ja, nochmal 4 vielleicht. Hm? Oh. Wolltest du nicht die Medizin kaufen? Wollte ich auch, ja. Die ist billiger als normale Tränke. Und macht dasselbe. Naja. So. Top-Trank, ne, brauchen wir nicht. Nein, brauchen wir echt nicht. Top-Genesung auch nicht, ist einfach zu teuer. Jo. Feuersturm. Achso, ja, Feuersturm. Wahrscheinlich zumindest. Mal schauen, werden wir sehen. Feuersturm. Ja. Ich habe dieses Gefühl, dass es keiner lernen kann. Ariados wahrscheinlich. Nö, leider nicht. Das ist es gewesen, Ariados lernt Feuersturm. Ja, wenn es schon Solarstrahl lernen kann. Ja, aus das wundert mich wirklich. Auch immer. Mhm. Ergibt nämlich wirklich keinen Sinn für mich. Die Discs. Wir wollen nach vorne. Ich frage mich immer noch, wann man nämlich die L-Disc bekommt. Ist dir der Boss fallen oder so? Bestimmt. Vor allem, was für ein episches Item da hinten drin sein muss. Und warum steht da eigentlich eine Laterne auf diesem total verlassenen Plateau? Damit man den Ball besser sieht. Okay. So, hallo Kräuterhexe. Was haben wir hier Schönes? Okay, die ist wirklich sehr viel billiger, ja. Sonst noch alle Standardprobleme? Jo, okay. Oh, okay. Hätte ich das noch vorher gewusst. Ja, das hätte ich dir auch sagen können, aber dann hattest du die schon fast gekauft. Dann hattest du die schon gekauft. Jo. Die werden wir wohl eher nicht brauchen. Ja, 2 können nicht schaden. Ja, das schon. So, Energiestab ist zu wenig. Energiestab ist quasi Supertrank in billiger. Kraftwurzel ist Supertrank in billiger. In viel billiger. Jo, 8 reicht. So, habe ich auch nicht mehr viel zu verlieren. Eben. So, war's das alles? Ich glaube schon, ne? Ja. Und eigentlich war das noch lange nicht genug, weil wir immer noch unglaublich neue Pokémon brauchen, ja. Probleme haben werden, wollte ich sagen, aber. Was war der erste Kampf gegen welche Gegner jetzt? Das war Porygon und was war denn das andere? Das war nicht der erste Kampf, das war der zweite schon. Oder? Nein, ich meine, es müsste der erste gewesen sein. You know what? Scheiß drauf, ich google das. Och ja, warum nicht? Ja, wir haben das so oft in den letzten Tagen so ein bisschen keinen Bock mehr. Letzten Aufnahmen ständig irgendwie alles neu starten müssen, weil wir verreckt sind. Das ist echt, nee. Ja. Ich liebe es ja, wie die Musik variiert. Du auch? Mhm. In der Zwischenzeit läuft noch alles gut, okay. Jo.
Ja, das muss man zwischendurch mal schauen. Und da ich keinen zweiten Bildschirm habe... Weil ich arm bin wie eine Kirchenmaus... Muss ich das jetzt halt so machen. Als wie es mir hier einfach nicht angezeigt wird. Ah, da lang. Wobei nein, erstmal speichern wieder. Weil ich mein gesamtes Geld ausgegeben habe. Hast du inzwischen was gefunden? Noch nicht. Können wir denn schon mal grob so die Aufstellung ändern, oder kannst du das nicht so auswendig aus dem Ärmel? Ja, dafür müsste ich jetzt mal wissen, wer die ersten Gegner sind. Okay, deswegen frage ich ja. Hab ich jetzt gespannt? Nein, ich bin nicht zerstreut heute. Jetzt habe ich ihn voll gespeichert. Nein, was ist das schwierig? Immer noch nichts? Nee, die Gegner, die davor sind, also die vor dem Super Secret Endboss. Endboss sind, genau. Werden nirgendwo gelistet. Okay. Warum? Naja. Aber andere Pokémon hätte ich trotzdem an den Anfang gesetzt, weil ich wusste, dass die nicht gut waren. Ja, war zu spät. Ich bin schon zu nah am Aufzug dran gelaufen. Tut mir leid. Selbes Problem wie gerade eben. Ja, jetzt können wir ja austauschen und so weiter. Erstmal Skorgler austauschen und sofort. Und dass das falsch war, das weiß ich jetzt noch. Ja. Ja, ja, skip over it. Meine Fresse, hör auf zu labern. Du hast uns gerade eben schon mal sterben sehen, also... Bitte. Halt die Klappe. Und diese G-Animation ist so grausam. Jo. Ich werde jetzt einfach ungehindert alles schlecht machen an diesem Spiel. Warum? Es ist ein Pokémon-Spiel. Pokémon-Spiel ist gut, zumindest für dich. Hast du mal Pokémon Dash gespielt? Jo. Das ist so gut, das ist grausam. Für mich irgendwie. Mehr. Ah, das ist quasi so ein DS-Ableger, so ein Rennspiel, so Top-Down-View. Kannst du mit Touchpad irgendwie... Nee, es ist grausam. Okay. So quasi, es ist gerade draußen, wir müssen irgendwas rausbringen, nehmen wir das. Was weiß ich. Okay. Nichts Gutes auf jeden Fall. Ja, Porygon ist gerade noch nicht da. Stimmt. Das ist also noch kein Eisstrahl. Ja, klar. Ja. Ja. Pizza. Auf Meltank? Das wird kaum Schaden machen, aber ja. Meltank ist wohl momentan ein bisschen die stärkere. Okay. Wand. Sag ich mal. Ja. Macht Moment daher, nehme ich an. Hm. Jetzt wird das erst recht keinen Schaden mehr machen. Naja. Wie war das? Naja, also ich sehe, dass sich der Balken geändert hat. Das ist schön. Ach, da war ja was. Ja. Ja, wenn es kein Volltreffer ist, überlebt er noch einmal. Wenn Miltank nicht dazwischen kommt. Nö, das wird sich nochmal einigeln, glaube ich. Wäre das Logischste. Übrigens, dieses Gift hätte nicht besser platziert sein können. Nochmal oder Finte? Finte macht einfach wirklich
Ist aber glaube ich spezial, oder? Nee, Finte. In der Beschreibung steht, das Pokémon stellt sich hinter das andere und greift es von hinten an. So quasi. Okay. Genauso steht's da nicht, aber das ist quasi, was passiert. Also nochmal Schlitzer. Jo. Wenn das jetzt eine Nuzlocke hätte ich Ariados sofort ausgewechselt, einfach nur aus Angst vor Crits, die grundsätzlich in der Nuzlocke passieren. Mhm. Nur. Wie gut, dass ich keine Nuzlocke mache. Eben. Das wäre auch hier dämlichst. Colosseum Nuzlocke ist so. Das ist echt Hardcore-Gaming. Das ist. Da darf die einfach nie jemand verrecken. Nie. Weg bei der Volltreffer gerade eben war super. Ja. So, und Skorklar raus. Skorklar? Skorklar. Das ist nur verstanden. Es klang wie Skorkra oder so. Okay. Oder vor allem kannst du wie ein K, Skorklar. Okay. Was nehme ich denn da Schönes? Ich würde fast sagen Ampharos. Echt? Okay. Ja, weil es am wenigsten Chancen hat, groß starke Attacken von Porygon einzustecken. Ja, gut. Machst du toll. Was wird das? Heilen? Achso, ja, okay. Ja, es hat so ein paar Frames gerade übersprungen wieder bei mir, deswegen habe ich nicht gesehen, wie du auf dieses Video da hingekommen bist. Achso. Aber doch, heilen macht Sinn, ja. Brav. Nebenbei der Eisstrahl macht auch Ariados kaputt, fällt mir gerade so auf. Oh, ja. We'll see about that. Ansonsten habe ich ja dieses komische Beleber-Puder-Zeugs. Ich stelle mir das wirklich vor. Du bist tot. Fehlstaub. Ja, was? Warum? Achso, ja klar. Ist ja bis eben noch Skorpion gewesen. Macht Sinn. Ja. So, also erstmal Porygon weg. Ja. Bringt Donnerblitz da was? Es hat noch nicht die Form geändert, ne? Jein. Keine Ahnung. Wenn das Typ normal ist, ja. Wenn nicht, dann nicht. Okay. Traust du dir selbst oder traust du mir? Ich trau in dem Fall einfach mal dir selbst, dann trau ich dir auch mal. Trau der Einfachheit. Natürlich ein Volltreffer. Scripted Destiny. So viel dazu. Mandax? Einfach wegen Schadensoutput, ja. Und in der Hoffnung, dass Porygon jetzt wirklich keine Donnerattacke kennt. Weil das wäre irgendwie grausam. Mhm. Mit vierfach Schwäche. Elektro oder normal? Sieht nach normal aus, glaube ich. Ja, Elektro gegen Elektro macht auch normal Schaden, soweit ich weiß. Okay. Oh, okay. Oh, das ist natürlich episch. Das spielen wir gleich nochmal. Ja. Denke ich. Ja. Pack ich das lieber aufs Lenko und nehme dann. Ja, ja, gut. Nicht so ungeduldig. Ja, aber wenn ich ja sage, ich hasse das, wenn ich antworte und dann die Leute den Satz weiterführen. Ja, weil ich das schon recht häufig erlebt habe, dass wenn so ein Satz zu Ende gesprochen wird, dann eine viel bessere Alternative irgendwo entsteht. Also gefunden wird, nicht entsteht. Ja. Du weißt, was ich meine. Ja, aber in dem Fall wäre die Alternative nicht viel besser gewesen, weil mir schon klar war, dass du sonst gesagt hättest, dass du doch mit Mantax auf das Pokémon losgegangen wärst. Ich weiß halt nie genau, wie gut mich Leute einschätzen können. Deo, du bist nicht einzuschätzen. Auch gar nicht. So. Und volle Möhre. Nur einfach drauf, komm. 19 IP sind das noch. Nee, mache ich nicht. Ich flippe jetzt Ariados wieder, dann habe ich es nämlich für die nächste Runde gespart. Oh. Danke. Vitalkraut war das, ne? Ja, genau. Ja. Ich schon wieder ganz vergessen. Wait a second, Vitalkraut ist besser als Beleber? Vitalkraut ist ein Top-Beleber?
Oh. Ich hab mir jetzt schon gedacht, dass ich die Beschreibung gelesen habe, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist ja mal überirdisch. Das muss ich wirklich mal in den Spielen mal selber nachgucken. Vitalkraft hat schon immer voll. Nicht Google. Das ist mir jetzt zu. Ja, ich meine. Ja, Google du mal. Das ist wichtig für mich selbst. Ja gut, ich meine, die werden mich halt hassen. Ich kann niemals wieder Rückkehr einsetzen, was ich sowieso nicht tun würde. Ah ja, das ist... So. Das läuft schon mal besser, die Verluste sind ja wirklich minimalst.